Raus mit dem Winter. Unter diesem Motto lud kürzlich Thomas Pichler samt Team in sein Unternehmen Gut und Fair nach Neunkirchen. Und wie könnte man der Kälte besser trotzen als mit Karibik-Flair? So fanden sich interessierte Besucher inmitten von Palmen, exotischen Tieren und Rum-Kokoskugeln wieder. Unseres Erachtens noch, glaube ich, die Stimmung ganz gut. Ein paar Hawaii-Hemden haben sich auch eingefunden. Ja, so soll es sein. Doch nicht nur Hawaii-Hemdenträger sorgten für sommerliches Flair, sondern auch karibische Cocktails, die zu späterer Stunde übrigens von Firmeneigentümer Thomas Pichler höchstpersönlich gemischt wurden. Die dafür notwendigen Alkoholiker kamen vom, laut Eigendefinition, besten Weinlieferanten Neunkirchens. Und das, obwohl Wein in solchen Mixgetränken eigentlich nicht vorkommt. Nein, aber wir haben geniale Rum auch mitgebracht, die wir ja auch verkaufen. Zum ersten trinke ich die Rum selber sehr, sehr gern. Und zu dieser Veranstaltung passt es halt perfekt, oder? Das tut es, ebenso wie die karibische Tänzerin, die dem Publikum dann so richtig einheizte. Zum Tanzen stimuliert waren aber andere. So wurde kurzerhand in und vor dem Geschäftslokal eine Art Tanzflashmob abgehalten. Der eigentliche Grund dieses Festes war aber nicht die Sehnsucht nach dem Sommer, sondern das 15-jährige Bestandsjubiläum des Unternehmens Gut und Fair. Die ersten Schritte habe ich in den Versicherungsbereich gesetzt, sind Versicherungsmakler, der erste Versicherungsmakler in Neunkirchen, des Weiteren dann die Vermögensberatung, Finanzierungsberatung und bis hin jetzt dann zum Immobilienmakler, Immobilientreuhänder, Sachverständigen haben wir es geschafft, jetzt ein umfangreichendes Angebot unseren Kunden anbieten zu können. Zu diesem Angebot zählt neben der klassischen Beratung zusätzlich nicht nur die geheimnisvolle Immofair-Kaufsbox, in der sozusagen der Schlüssel für den schnellen Verkauf von Immobilien versteckt ist, sondern auch das brandneue Buch von Thomas Pichler. Da wollte ich einen Ratgeber entwickeln, schreiben, niederschreiben, wo man sich daran halten kann, damit man ganz einfach diese Entscheidungen, die man trifft, dann auch ohne großen Stolpersteinen dann in der Praxis umsetzen kann. Ein Exemplar wurde bei der Veranstaltung sogar verlost. Bei diesem Jubiläumsfest wurde auch eines ganz deutlich: Der Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich vom Team ab. Und dieses scheint bei Gut und Fair zu stimmen. Schließlich sind manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits fast seit Beginn an dabei. Wir verstehen uns untereinander sehr gut und es ist eine sehr dynamische Firma. Also es macht schon Spaß, da zu arbeiten. Wir haben ein super Betriebsklima und es passt, glaube ich, ganz gut, so wie wir jetzt in dieser Konstellation sind. Zusammengefasst wurde das 15-jährige Firmenjubiläum würdig gefeiert und dem Winter, sieht man sich die derzeitigen Temperaturen an, scheinbar tatsächlich das Ende erklärt.